Hallo Freunde, heute ein langer Part heute, weil ich jetzt zwei Parts eigentlich holen werde, da mein gelbes Let's Play schon fertig ist. So, Halbfinale erwartet uns. Ich muss die Musik gerade noch ein bisschen anpassen, ich glaube, das müsste reichen. Oh mein Gott! Echt geile Frisur, Hunter Peace. Peace heißt doch Frieden, was? Also, warum kämpfst du dann? Alter Hippie. Rocker Hippie. So. Turbo-Duell! Jetzt wird aufgedreht! Oh mein Gott, bin ich ein Freak! Brennendes Rad heißt sein Deck auf Deutsch und unseres heißt schnelles Brennen, also. XD, naja. Mir egal, zweiter. Erst müssen wir zuerst seinen Pulvers verschießen, dann können wir unseren Angriff gleich planen. Oder in dem Fall unsere Verteidigung. Da hätten wir vielleicht zuerst angreifen sollen, aber er ist wurscht. So. Was getan ist, ist es getan. Was. Ja. Er spielt ein Zombie-Monster. Naja, setzen wir unsere Großschildwache in die Verteidigung. Zwangsevakuierungsgerät in Kombi mit magische Störung. Das müsste es fürs erste reichen. Bin gespannt, was er jetzt macht. Er macht eine Tributbeschwörung für seinen Arsch, okay. Sein Arsch greift unser Monster an, unser Schild. Sein Arsch greift unser Schild an. Unser Schild hat überlebt. So, und das wird jetzt durch den Arsch in die Angriffsposition geswitcht. Naja. Jetzt kommt unsere Falle und sein Arsch geht wieder auf seine Hand. Ja, gibt das einen Sinn? Ja, irgendwie schon, ne? So. Die wird uns helfen gegen ein Zombie-Deck wie seins. Setzen wir jetzt verdeckt. Das setzen wir auch verdeckt. Und himmlische Vogel zum Verteidigen auch noch verdeckt. So, ich glaube, er aktiviert jetzt den Effekt von Mizuki, ruft einen Spezialopfer ihn für seinen Arsch und greift unser Monster an. So glaube ich es zumindest. Ja, nur zu, er setzt seinen Arsch zurück in sein Deck. Jetzt hat er einen Arsch in seinem Deck. Lol. Voll witzig. Ich und der verdammte Arsch. So, jetzt ziehen! Oh yeah, die wird uns helfen! Sehr schön. Decken wir zuerst unseren himmlischen Vogel auf. Ich hoffe kein reißender Tribut. Das wäre echt scheiße. Gut, danke. Er wird eine Zählmarke, weil er 1000 Schaden gekriegt hat. Ich dachte, es wäre nur bei Kampfschaden so. Aber anscheinend ist es auch für Effektschaden. Und Morphing Jew verdeckt. Oder schau, was weiß ich. Mein Englisch ist schlecht. Obwohl ich in Englisch hatte jemand 3, habe ich glaube ich schon erwähnt, ne? Hatte ich noch nie einen Einser gehabt, immer, also meine beste Note in Englisch waren 2, allerhöchstens. So, jetzt bin ich dran. Ah, ja, sehr schön. Warten wir noch ein paar Runden, die können wir jetzt noch nicht verwenden. Wir brauchen erst 12 Speed-Marken. Da können wir sein Fett leer räumen. Aber zuerst wieder ihn Damage machen. Er kriegt wieder eine abgezogen. Abgezogen, ja. Jetzt flippen wir unseren Muffing Schuh. Oder ich nenne ihn Schuh, klingt besser als Char. Erinnert mich an Java. Java, mein alter Feind. Okay, Matase, den wir immer noch nicht getont haben. Hier, Kocke liegt auf seinem Friedhof. Oh nein, das könnte tragisch werden, wenn das jetzt zurückruft. Bei Zombie-Decks spielen meistens auf Friedhof-Beschwörung. So, 9. Wir brauchen noch 3. Dann können wir unsere Zauberkarte spielen. Gut, jetzt holt er sich seinen... Ah, so funktioniert ja also. Wer kann ein Monster zu spielen fern und die Spezial rufen? Verstehe. Und mit dem greift er unsere Matasse an. Juckt mich nicht. Die hatten wir eh vergessen auszutun. Und er beendet seinen Zug. Das ist natürlich gut. Haben wir noch etwas? Ja, genau, wir haben den himmlischen Vogel noch verdeckt, ne? Ja, genau. Ich wusste es. So, flippen. Flipper, hahaha, Flipper.
Flip ist doch der, ist so ein Delfin, ne? Ist auch so, gibt's doch so eine Zeichentrickserie. Flipper! Oh Mann, die habe ich früher als Kind immer gerne gesehen. War aber schon ewig lang her, ist mir gerade so eingefallen. Lol. Ja gut, unser Monster wird zerstört, aber der Effekt von unserem Monster aktiviert sich und sein Monster wird aus dem Spiel genommen. Und das ist daher wertlos für einen Zombie-Deck wie seins. Ich wusste, dass er irgend so eine fiese Falle hat. Endphase. Endphase, das ist doch... doch Müll! Der hätte ihn noch verdeckt setzen sollen. Oh Mann, ich hab's vergessen. Speed Spell! Das soll er ruhig machen. So hilft jetzt die Karte nicht. Okay, die kenne ich gar nicht. Ach so. Oh nein. Die kenne ich doch. Rückkehr aus der anderen Dimension heißt die, ne? Und was kommt jetzt? Oh nein, das tue ich jetzt mal annullieren. Das ist sicher was Gutes für ihn. Er plant sicherlich was. Deswegen annullieren. So, tschüss. Ja, jetzt greift er an, ist logisch, wird unser Monster wird aber nicht zerstört. Oder wird doch zerstört, oder? Ja, wird zerstört, ist der Effekt von Ryokoki. Verdammt! Verdammt! Das ist schlecht. Aber wir fegen jetzt sein Feld leer mit einer einzigen Zauberkarte. Na Münz! Harpien, Federwisch! Zerstört alle Zaubern fallen und das ist eine Ausrüstung. Meine Maus hat sich gerade ausgesteckt für eine kurze Zeit, lol. Ich bin nicht wütend, ich bin nur aggressiv. Hahaha. Deine Mutation. Jetzt aber. Kevin rastet aus. Mitsui, ich hasse diese Zauberkarte, ja, ist ja klar. Ja, egal. So, zerstören wir erstmal sein Monster. Nehmen wir Mitsugi und er greift es an. So, zack. Selber schuld. Ja, Kampfschaden kriegen wir zwar, aber egal. Das ist es mir wert, denn jetzt können wir Hani opfern, oder wie die auch heißt. Und sein Monster geht wieder auf seine Hand zurück, da wo die auch hingehört. So, zurück auf deine Hand, bitte. Wenn ich bitten darf. Dankeschön. Jetzt spielen wir noch Golden Wachstatue 6 als zweite, als zweites, ja, Angriffsziel. Oh Mann, Speedbooster. Die Karte ist mies. Weil ich nicht weiß, was die bewirkt. Keine Ahnung. Ich wusste mal, was der Effekt von der Karte war, aber ich hab's vergessen. Ich weiß nur, dass sie für mich ganz mies war. Turn und so, wir turn, nicket der Attack. Ah, der kann einmal den Effekt. Ah ja. Ach Mensch, das langweilt mich aber. Zerstöre ich die hier. Die ist zwar im Verteidigungsmodus, aber egal. Ah man. Er hat da wohl Gold richtiges Monster zerstört. So, jetzt bin ich wieder dran. Aufschlagen. Toll. Ich freue mich nicht. Kann mein Monster wenigstens angreifen? Ja, tut's, aber der wird's wahrscheinlich annullieren, ne, durch die Falle. Ja, okay, dachte ich mir. Seufz. Können wir aufschlagen spielen auf unser eigenes Monster? Nein, okay. Wir verlieren pro Runde durch den Effekt von der Karte. Wenn irgendeiner dieser zwei Fallenkarten verlieren wir 700 Lebenspunkte. Ja, das wird wohl die hier sein. Ja, 400 verlieren wir. Wundere mich zwar ein bisschen vorhin, waren es glaube ich 700. Kann auch sein, dass ich es mir eingebildet habe. Was weiß ich? So. 10. Klangmünchen. Die heftigste Karte ever. Warum ist die in meinem Deck? Ach ja, weil ich nicht immer einen Kampf mit einem Monster mit 1900 oder mehr Angriffspunkten zerstört worden kann. Oh Mann, ich rede hier vielleicht ein Bullshit. Dankeschön. Danke. Juckt mich kein bisschen. Im Gegenteil, ich bin froh, denn es wird seine Ausrüstung nicht zerstört. What the fuck? Was ist das für eine Falle? Kriege ich immer noch Kampfschaden oder Effektschaden? Tatsache. Oder was ist das für eine Falle? Jetzt aber, wir sind dran. Ich spiele die Falle und wir haben immer noch kein Monster auf der Hand. Oh mein Gott. Ja,
hilft nur eines, die Fädenbox verdeckt setzen. Die Musik ist, glaube ich, ein bisschen ruhig, ne? Machen wir es mal ein bisschen wilder, haben wir noch was? My name is Spark, my name is Kevin. 300, jetzt sind es 300 Schaden. Ich check die Falle nicht. So, jetzt sind wir dann. Aufschlagen funktioniert nur bei offenen Monstern. Aber wir spielen die Fallgrube verdeckt, falls er eine Tribut machen will oder sowas, können wir die Falle einfach spielen und auf den Friedhof legen. Ist zwar nicht ganz so ein Vorteil, weil sein Monster, sein Deck ja auf Friedhofbeschwörung spielt, aber besser auf dem Friedhof als auf dem Feld. Ja, da, ganz wie ich dachte, er holt sich Ryukoki. Und jetzt kommt unsere Kombi, nämlich die Fallgrube. Trap Hole! Ah, ja, genau, das dachte ich mir. Immerhin hat er jetzt einen Mizuki Spasten weniger. Ach komm, jetzt langweilt er mich, aber echt, jetzt, die Karte darf man nur einmal im Deck haben, die hat er aber trotzdem dreimal im Deck. Weil die 2009 etwas lockerer war, die Karte. Na, ja, Elfenbox und Hoffen auf Kopf, und wenn die Netz funktioniert, dann kommt unsere Mauer, der bla bla bla. So, jetzt hat er 0 Angriffspunkte. Wir verlieren nur Lebenspunkte, ist klar. Herr Maul des einhüllenden Lichts heißt die Falle, genau. So, jetzt sind wir wieder dran. Wir haben ein Mechanismus gezogen. Sehr schön. Bin aber nicht ganz glücklich damit. Wir müssen 500 Life Points zahlen. Ja, komm, zerstöre ich seinen Zombie. Und wenn er mit Ryukoki angreift, dann setzen wir unser Glück auf die Probe. Hoffentlich hat er keine Falle. Yep, sehr schön. Ich glaube, es wird sogar aus dem Spiel entfernt, weil er es vom Friedhof gehofen hat. Yep, sehr schön. Und jetzt kommt Aufschlagen. Dann haben wir seinen Ryukoki wieder auf dem Friedhof gelegt, zum x-ten Mal inzwischen schon. Zack, und wir kriegen wieder Turbo C-Marken. So, er ist dran. Er hat 3 Karten auf der Hand, 3 auf dem Feld. Nicht schon wieder diese Falle. Langweil mich nicht, naja, ziehen wir erst einmal. Okay, jetzt nein, ich zahle jetzt mal keine Lebenspunkte, noch welche für unsere andere Falle brauchen. So, die setzt sich verdeckt und Michael Häschen greift ihn jetzt direkt an. Ah, ja, stimmt, ich vergaß, er kann einmal den Angriff eines Monsters annullieren. Das ist echt spannend, wir haben den himmlischen Vogel, da können wir in pro Runde 1000 Lebenspunkte abziehen, aber ja, diese Falle hier. Was ich nicht verstehe, was für ein Effekt das ist. 100 zieht zum Glück jetzt momentan nur ab. So, ja, er macht nichts. Ah, ich glaube, ja genau, jetzt weiß ich, das zieht den Abstand zwischen den C-Marken, also wenn wir eine C-Marke weniger haben als er, dann zieht es uns 100 Lebenspunkte ab, wenn wir 5 haben, dann 500. So, jetzt sind wir wieder dran. Ich setze sie verdeckt und ich mache mal kurz Pause. So, hier bin ich wieder. Hätten wir unseren himmlischen Vogel. Vogel! Und er verliert jetzt immer 1000 Lebenspunkte. Eigentlich müsste da Minus verlieren, weil wir jetzt mehr C-Marken haben als er. Das wäre da auch eine interessante Kombi, dass er eher jetzt selber krass Schaden kriegt. Das würde ausgleichen, dass er sich immer wieder verteidigen kann. Jetzt hat er es gerade nicht gemacht. Achso, ja, weil Mechabani hat ja mehr Angriffspunkte. Diesen Angriff wird er jetzt annullieren, glaube ich, ne? Ups, der ist mir gerade aus den Hosentaschen geflogen, weil ich war ja vorhin gerade irgendwo weg. Da waren wir irgendwo im Allgäu und so. Da war eine lange Fahrt, hat 1,5 Stunden, glaube ich, gedauert. Und da habe ich den mir einfach mal mitgenommen, damit es mir langweilig ist. So, wenn er jetzt nichts macht, haben wir gewonnen. Und es sieht gut aus. Jetzt müssen wir noch unser Häschen, oder nicht unser Häschen, sondern unseren Stealth Bird. Stealth Bird, das heißt doch Tarnvogel, oder? Stealth heißt doch Tarnen, oder? Auf Deutsch meine ich. Also müsste der Tarnvogel heißen und nicht himmlischer Vogel. Naja, komisch. So, wir haben gewonnen, das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und wir sind im Finale. Juhu. Win Game Bonus.
Duelist Bonus, Total Duel Bonus, Multiple CPU Victory Bonus, Maximal Speed Bonus. Gut, jetzt sind wir im Finale, ich bin schon gespannt. Ich weiß es nicht. Ach ja, genau, gegen Draeger, ne? Jetzt bist du noch gegen Draeger ein epischen Duellfinale, ein episches Duellfinale liefern. We are holding to preemptive tournament. Come next to final match. Are you ready? Yes. Good, then I let you over to the duel field. I'm expecting a super duel, super duper duel, okay. Oh mein Gott, das sieht aus wie ein Lastwagen. Ne, nicht wie ein Lastwagen. Was rede ich denn da? Der ist so groß im Vergleich zu einem normalen Auto. Also, ja, ich also nur zum Vergleich. Das ist wäre zum Beispiel ein normales Auto. Damit das ist ein LKW. Das will ich damit sagen. Mein englisches, mein Sprachsatz ist nicht besonders. Ach, was rede ich hier schon wieder? Kevin, Scheiße! Ich sollte aufhören, Scheiße zu reden. I have got to win this one. I'm definitely finishing on 2. On top, achso, 2 habe ich gelesen. Naja. P und O sehen hier gleich aus, naja. Spell World, Duel Mode. Was heißt Spk? Standby. Nee, Spk. Keine Ahnung, was heißt Spk? Kartenbombe, Boom heißt sein Deck auf Deutsch. Und muss das heißt schnelles Brennen, ganz wie ich sagte, ja. Habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Und sagte ich ganz wie ich sagte, was rede ich denn hier da und für eine Scheiße? Oh mein Gott. Think you can stop me? Yes, I can. Oder habe ich das gesagt? Egal. Vierständiger Marienkäfer, sehr schön. Ein schönes Monsterchen. Auch sonst, naja, ein Monster und eine verdeckte, ja. If you when you have 3 or more speed counters, you can bind this activate this card by discarding one or a card from your hand, return a monster on the field on the ja okay. Wir können eine Handkarte abschmeißen und eine Karte von seinem Feld auf seine Hand zurückgeben. So ist jetzt zum ersten Mal. Oder sollen wir auf Angriff machen? Ich mach mal auf Angriff. Spaß ist halb. Ah, er hat seinen. Hat ein Unionsmonster verdeckt gesetzt als kleine. Als kleinen Köder, sag mal so, damit er seine Falle spielt. Interessant, interessant. So, jetzt kommen unsere zwei Fallen. Monster können wir ja keins mehr spielen, weil das ja eine Beschwörung schon war. Er ist dran. Er spielt jetzt seinen Trumpf aus, also sein Handtrumpf, den er momentan auf die Hand hat. Auf unsere Falle, naja, soll mir recht sein, die aktivieren wir dann halt eben. Jetzt kann er von mir aus ruhig Kopf oder Zahl haben, ist mir Schnurz. Das ist jetzt sowas von unnötig, was jetzt kommt, ist ja doppelt gefällt. So. Und jetzt hat Vivi eine Verdeckte wieder. Jetzt sind wir wieder dran, wir haben Feinkontrolle gezogen. Die könnten wir verdeckt setzen, ich glaube, das mache ich sogar. Jetzt kommt Golem, Wachstatue, verdeckt, so. Und jetzt zur Endphase! Jetzt haben wir schon ja, eine gute Basis fürs Anfangen ins Duell geschaffen. Er spielt seinen Black Salvo, keine Ahnung, was das als Deutscher ist. Schwarze Salve. Was die kann, kann ich auch nicht sagen. Was die kann ich auch nicht sagen, lol. Eieiei. Aber ich glaube nicht, dass der Effekt so besonders toll ist. Deswegen zurück auf die Hand! Ja, gut, der Effekt bleibt zwar noch bestehen, aber. Hä, was macht er? Soll ich oder soll ich nicht? Ne, mach ich nicht. Sein eigener Effekt wird annulliert. Keine Ahnung warum. Achso, ja, weil. Diesen Monster hat diesen Monster spezial beschwören, aber der Effekt wird annulliert. So wird es wohl sein. Ja, jetzt hat er seinen Barrel Dragon wieder auf dem Feld. Wir können unser Monster flippen, einfach so, als würde ich sagen, dass wir unser Monster einfach flippen. Oh man, meine Witze werden immer lahmer. Das ist echt schlimm jetzt gerade bei mir. Weil das Spiel so langweilig momentan ist. So, Angriff. Also ich komme jetzt hier als nichts, keine Spaße mehr, so. Jetzt bin ich voll auf Ernst, so. Ernst, Kevin ist hier. Golem Sentry hat ihn direkt angegriffen. Und jetzt, flippen wir ihn wieder. Nee, Quatsch, jetzt ist wieder durch seinen Effekt wieder verdeckt.
mystische Fan-Feenbox, ja, wird zurückgesetzt und Endphase. Und falls irgendein Tributmonster ruft, dann spielen wir diese hier. Oh yeah, eine geile Musik! Black and White Remix Trainer Battle von Poke Remix Studios. Oh man, jetzt hat er wieder diese Twin Barrel Dragon beschworen, aber er hat gefehlt. So, was machst du jetzt? Greifst an. Oh, er weiß, dass unser Monster hat so einen Angriffspunkt ab. Ah, jetzt verstehe ich. Er kann sein Monster immer wieder neu beschwören und seine Effekte immer wieder aktivieren, wenn wir sowas machen. Gar nicht schlecht gedacht. Deswegen flippe ich ihn mal nicht, sondern bereite etwas vor. Weil sonst der Effekt sich wieder aktiviert. Ja, ganz wie ich. Ja. Ganz wie ich es sagen will. So wie ich es sagen will. Was rede ich hier schon wieder? Für eine Scheiße. Kevin redet Scheiße. Erkennt Scheiße. Oh nein, diese Karte ist so mies. Er kann ein Monster von seiner Hand als Tribut anbieten und oder vom Feld. Er kann ein Monster vom Feld opfern und 200 Punkte Lebenspunkte pro Sterne Stufe dieses Monsters abziehen. Ja, gut. Ich will sicher gehen, dass es auch wirklich weg ist, dieses Monster. Deswegen, tschüss und auf dem Friedhof mit dir. Er ist zusammengebrochen. Mit einem Reiki-Kippbrecher. Fast sogar. Einmal ausnahmsweise. Dieser Spruch. So. Ja. Gut, 13. Tribut hat er ja schon verschwendet. Deswegen kann ich ganz beruhigt mein Monster flippen. Denn die darf man ja nur einmal im Deck haben. So, jetzt greife ich ihn an direkt. Jetzt kann er irgendwelches. Ja, er hat was zum Abwehren. Haben wir irgendwas zum Kontern? Nein, haben wir leider nicht. Naja, macht nichts. Wir haben immer noch unseren Marienkäfer. Der kann auch sehr viel Schaden anrichten. Der kann nämlich alle Stufe 4 Monster zerstören auf dem gegnerischen Spielfeld, wenn diese Karte geflippt wird. So, er ist dran. Er spielt eine Effective Monsterkarte. Und beendet. Und geht dann uns weiter. Also, wir sind dran. Magische Armschild haben wir gezogen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ace card can be activated when you have 4 or more speed counters. You can activate one of the following effects. Change the battle position of ein face-up monster. Okay, ein offenes Monster. Dieses Monster kann man nicht gerade als offen zählen. Aber ich habe einen Plan. So, ich greife jetzt mal mit Klanghühnchen mit 300 Angriffspunkten an. Klingt verrückt, ich weiß, aber... Lass dir eins sagen. Wenn du in meiner Basis bist, gibt es kein Zeug mehr. Nur du und ich und ein grausamer Todeskampf. Okay, soweit, so gut. Seins ist ein Stufe 4 Monster. Na, ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich vorhabe, ne? Endphase. Das ist wahr, unser Klanghühnchen liegt jetzt auf Opfert. Beschwörungsreaktor SK, oh mein Gott. Vielleicht schafft unser Klanghühnchen, ich setze jetzt mal alles auf Zahl, Kopf oder Zahl, yes man, ich bin so cute im Raten. Oder ich habe so viel Glück, was weiß ich, kann beides auch sein. So, ein Hühnchen hat einen Roboter besiegt. Oh mein Gott, was für eine Blamage für ihn. So, jetzt sind wir dann. Just der Kämpfer! Ist das ein Synchro-Monster? Ja, es ist ein Synchro-Monster. Es ist, aber ich habe keine Synchros drin. Weil ich wieder so blöd war und keine Synchro-Monster mehr getan habe. Oh mein Gott. Kevin wird schon wieder verrückt. damit ist die Karte, naja, so gut wie nutzlos. Ich hätte im Monster, Synchro-Monster reintun sollen. Keine Ahnung, was seine Falle bewirkt hat. Jetzt kommt seine Falle, der Einsatz, was macht der? Oh nein! Ah, da fällt mir was ein. Ja, gar nicht so schlecht, was der Einfall. So, ich will dein Monster mal kontrollieren. Wir opfern ein Monster von uns. Natürlich geben wir unser Klanghühnchen ab.
und holen uns seinen Beschwörungsreaktor und mit dem greifen wir ihn noch an, weil es ja immer noch Battleface ist. So, sein eigenes Monster hat ihn angegriffen. Er sollte sich schämen, sich von seinen eigenen Monstern angreifen zu lassen. So, er ist dran. Er kriegt eine Turbo-10-Marke. Ich hab solche Angst. Er setzt ein verdecktes Monster und greift an, ich glaube ja. Wenn nicht, hat er Angst vor meiner Fallenkarte. Ja, und er greift nicht an, er hat Angst vor meiner Fallenkarte. So ein starker Mann. Aber er hat Angst vor einer Karte. Okay, dann zahlen wir irgendwie... Was rede ich hier schon wieder? Dann zahlen wir einfach 500 Lebenspunkte. Also, jetzt habe ich es richtig gesagt. Juhu, Kevin hat mal was richtig gemacht. So, verstärken unsere Monsterverteidigung und beenden unseren Zug. Ja, die ist auch geil. Tekken 6 Music. Mishima Tsaibasu Central Tower. Ach, komm schon. Das ist doch langweilig, sowas. Schwere Sturm. Oh nein, das könnte übel ausgehen jetzt. Jetzt sind unsere ganzen Fallenkarten weg, die wir zum Schutz verwendet haben. Jetzt ruft er sich noch einen zweiten. Das hätte nicht schon genug, Monster. Das heißt, wir kriegen 2000 Lebenspunkte abgezogen, wenn wir Monster, glaube ich, spielen. Oder das, wie viel verlieren wir? 800. Oder 800? Ja, 800. Das kann ich ganz kurz aufblinken sehen. Ich glaube, insgesamt oder Spezial. Zählt Spezial dazu oder nur normal? Beschwörung. Na, jetzt wurscht. Ich glaube immer, dass Spezial dazu zählt. Aber verdeckt setzen wird wohl nicht sein, oder? Ist diese Karte so zickig? Ja, die Karte ist so zickig. Okay, ich hätte mir nicht anders denken können. Jetzt verlieren wir 1600 Lebenspunkte. Läuft. Oh Gott, jetzt sind wir... stecken wir in einer brenzligen Situation. Na ja, gut. Dieses Monster geht leider nicht für Stufe 5 Monster wie seine. Dive wet. Wir können den Effekt eines Monsters annullieren und dieses Monster zerstören, das diesen Effekt aktiviert hat. Aber wir können die erst aktivieren, wenn wir eine Handkarte abschmeißen. So, nein, jetzt hat er einen Unionsmonster gezogen und der rüstet gleich aus. Und erhöht deren Angriffsstärke um 500 und macht ihren Kampf mit Zauber und Feuerkarten immun. Oh Mann! Mein Headset war komplett falsch gelegen. Hoffentlich habt ihr mich gehört. Ja, ich bin schon. Oh Mann, er mag wohl keine Käfer. Und er mag auch keine Hasen. Nicht gerade ein Naturbursche. Oh Gott, ja gut. Wir können zwar noch eins beschwören, zieht aber uns wieder Lesepunkte ab, aber wir haben keine andere Wahl. Wir müssen es einfach machen. Ja. Jetzt verlieren wir 1600 Lebenspunkte. 1600, in dem Jahr ist meine Uroma geboren worden. So. Hanne. Okay. Endphase. Wir können uns verteidigen. Weil wir haben Hanne auf dem Feld. Ah, jetzt wird das sich ein drittes Monster. Und er greift unseren Hanne an. Okay, Flip-Effekt wird aktiviert und wir geben seinen zweiten Fisch. Ja, wo ist das dann? Ja, dann wird seine Ausrüstung zerstört, ne? Yeah! Einfach so seine Ausrüstung zerstört, Bitch! Oh nein, wir sind ungeschützt. Überleben wir noch? Ja, wir überleben noch. Ist zwar knapp, aber wir überleben noch. Oh. Das wird spannend. Jetzt brauchen wir eine entscheidende Karte. Diese Karte entscheidet über das Leben von so vielen Menschen. Ich darf nicht verlieren. Komm schon, erste Karten. Leute mich! Bam! Fuck. Fuck, ja. Wir können zwar einen Monster von ihm auf die Hand zurückgeben, aber das andere wird uns ownen, deswegen... mache ich mich zum Kakarot und ich kack auf alles. Oh Mann, ich habe schon wieder so viel Dragon Ball gesehen. Ja, ich schaue in letzter Zeit so viel Dragon Ball. Ich bin schon bei der Folge, also schau momentan zum ersten Mal alle Folgen an von Dragon Ball und ich bin schon bei der Folge, wo Vegeta sich verpisst hat von dem Planeten Erde, wo er gegen Son Goku und so gekämpft hat, ja. Und dann mache ich mal Stopp für diesen Part und dann
sehen wir uns heute noch wieder. Ich lade nämlich noch ein paar durch. Bis dann, servus.